Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echo. Ich sag einfach mal Moin in die Runde. Hi. Moin. Moin. Und wie in der letzten Folge, mittlerweile aber mit großem Wagenunterstützung. Patrick, du... Oh, souverän. Hey. Sind wir am Garagen weiterbauen? Also da haben wir ja in der letzten Folge quasi aufgehört. Patrick hat ja schon Steine gebracht, die liegen da draußen in... auf dem Haufen, ich wollte gerade sagen, in seinem Karren, was keinen Sinn macht, weil er den Karren ja leer gemacht hat, damit wir Erde reinschaufeln können. Und dann mal gucken, dass wir so langsam aber sicher auch Richtung Steinstraßen gehen. Die ich ja, glaube ich, kann die schon, oder? Kann ich die schon? Also sprich ja, Steine. Was? Nein, mach bitte Steinstraßen und nicht Steine. Ne, Steine muss ich doch außer... Mine holen, damit ich dann Steinstraßen machen kann. Achso, okay. Entschuldigung. Alles gut. Ja, ich frag mich, was machen wir denn? Mache ich als Boden auch? Ja, komm hier. Das wäre ziemlich sinnvoll. Ich war kurzfristig am Überlegen, den Boden vielleicht einfach aus, also hier jetzt einfach Dirtstraße quasi zu machen. Boah. Nee, hat sich jetzt gerade schon. Ich bin auch am Überlegen, mache ich neben meiner Garage das Ganze noch ein bisschen. Ja, ich muss gucken. Wahrscheinlich mache ich auf die Garage irgendwie eine Dachterrasse oder sowas. Ups. Hast du noch mehr Steine, Patrick? Oder ist das der Rest? Das war der Rest. Ich brauche noch gefühlte 1000. 1000? Ja. Da. Steinziegel. 1000. Weil wegen nächste Etage und so, ne? Dann brauche ich 2798 Steine und 1940 Pitches. Naja, und für die Pitches brauchst du dann 500.000 Gras. Ja, so wird's wahrscheinlich aussehen. Und viel Spaß. Ich brauch noch immer über 80 Holz. Wofür denn? Wo ist unser Förster? Mühle, für das für Tobi und so weiter und so fort. Na, denk dran, beim Holz müsst ihr darauf achten, ne? Was der Baumbestand sagt. Nicht, dass wir auf einmal dastehen ohne Bäume. Wir haben auf, glaub mir, wir haben auf der Map genug Bäume, um Samen noch zu holen. Okay. Ich bin heute einmal über die ganze Map gelaufen. Okay. Ah ne, das war eine Treppe. Ach, das sind... Ich muss mal ganz kurz danach die Rampe hier rauf gehen. Mal ganz kurz was gucken. Wenn ich jetzt hier... Ne, das ist so... Ja, das ist okay. Wird das Haus zu groß? Ich glaube nicht. Mit da nehme ich noch ein, da muss ich da, oh, da muss ich aber richtig. Ah ne, da kann ich das. Weißt du, heute früh war das ja nur das hier. Also das, wo ich gerade ablaufe. Mhm. Diese Wand und diese Wände hier. Mhm. Den Rest habe ich komplett dazu gebaut. Und ich habe es wieder umgebaut. Ja, den Boden. Oh, du hast dein Small Woodcart steht hier auch noch rum? Ja, weil du immer eine Schubkarre gebrauchen kannst. Ne, das stimmt allerdings, da hast du recht. Also. Eine straßenzugelassene Schubkarre. Keine Nummer jetzt... zählt mehr zugelassene Karre. Warte mal, ich muss mal hier ganz kurz das gucken. Oh! Das funktioniert schon mal perfekt. Was dann? Wie meine Fensterfront Schatten wirft. Da, wo es dann zu meiner Terrasse rausgeht. Das sieht geil aus. Ja, aber hier kommen noch Treppen nach oben auch noch rein. Vielleicht muss ich die Tür nochmal umsetzen. Ich bin mir noch nicht sicher. Erstmal gucken. Habt ihr jetzt alle eure Sachen... Stimmt, außer die 20 Bretter, die immer noch fehlen. Genau. Aber das ist ja nicht schlimm. So, Steinstraße. Da brauche ich auch... Pitches für. Ja. Also dein ja. Blumenpott ist gedüngt. Hast du da gerade reingepinkelt? Am Axis-Seite dann düngen.
das Düngen gelernt gepinkelt. Vorher. Aber bitte, das was? Ist für dort. Nicht der, der. Achso, ja. Warte mal, ich lass dich mal kurz alleine da drin. Boah, wie viel ist denn hier verdorrt? Oh nö, ist nur dunkel. Dann gehen wir mal ein paar Steinchen holen. Vielleicht sollte ich nicht, Moment, vielleicht sollte ich mir erstmal, Moment, das wollte ich. Genau, deswegen bin ich da rein. Entschuldigung, Patrick. Kein Stress. Hab ich dich gerade durch die Gegend geschoben? Ich hab dich durch die Gegend geschoben. Achso, bei mir habe ich dich rückwärts geschoben. So, vielleicht sollte ich mir aber hier... Da, okay, dann machen wir das. Max, haben wir noch was zu essen? Ja, habe ich bei mir, warum? Ich bräuchte was zu essen. Na, wer viel arbeitet, muss auch was essen, ne? Also. So. Ja, ich bin die ganze Zeit in der Mine. Ja, ich bin auch auf dem Weg. Ja, ich auch. Komm mit der Karre runter, ich muss mein Haus nur eben abschließen. Ne, du bist nicht in der Mine, du bist in Gorleben. Oh nein. Ja, Gorleben, die Sven, muss auch rausgeschlachtet werden. Sei was? Vorsichtig, ne? Nicht, wir wollen. Ja, nicht... Weiß ich. Ja? Gorleben ist diesmal deutlich tiefer. Okay. Ich möchte nicht schon wieder wie beim letzten Mal das Ganze bist erleben. Bist du. Kommst du gerade mit dem Wagen? Wow. Ja. Ja, dann geh mit. Dann tue ich kurz die Tomaten in den Wagen rein und fertig. In meinen Wagen. Ja, oha. Ach, bleib halt mitten im Weg stehen. Ja, wie immer. Hilfe! Hilfe! Oh nein. Oh nein, mein Wagen steckt fest. Nein, Hilfe! E drücken und einfach in irgendeine andere Richtung direkt laufen. Dann ziehst du den Karren rum. Im Normalfall. Nein! Du musst die da unten rausnehmen und fest reinsetzen, Tobi, die Steine, die da unten drin liegen. Aber die sind doch fest drin, oder? Nein. Dürft ihr mal kurz Nein, du kriegst keine Autorisation. Warte mal eben, wo ist mein Dieb? Okay. Warte, jetzt bleib doch stehen! Spaß mit deinem Karren. Ja, nein, vielleicht, später. Oh, 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 oh. Pass auf deinen Rücken auf, pass auf deinen Rücken auf. Weiß nicht, aber das sieht nicht ganz gesund aus. Nee, es ist auch ein bisschen eng hier, kann nicht. Das sein? Du einfach kannst ja, während du läufst, E drücken und dann weiterlaufen, dann ziehst du die Karre dabei rum. Warte mal. Die hat sich bewegt. Mhm, ja, man sieht's, dein Fuß steckt auch in der Rille. Und da sehen Sie Patrick bei der Arbeit. Wie befreie ich einen Wagen? Part 1. Darf ich es mal probieren? Wessen Wagen steckt fest? Meiner. Tobi, darf ich mal probieren? Ja, klar. Gönn dir. Ich guck zu. Also, ich hab Spaß, wenn ich hier stehe. Aber Gedönsen. Hier, Autorisierung. Ach, der auch noch. Ja. Geht doch jetzt mal weg. Lass mal Papa ran. Sieht nicht gesund aus. Sieht nicht gesund aus, Max. Geh doch mal weg jetzt! Ich glaube, als nächstes kommen wir ins Krankenhaus. Ja, sicher, sicher. Die Rippenkrankheit. Sag mal, wie kann man sich so denn festfahren? Ja, wer macht denn hier so ein komisches Loch? Ja, wer war denn als letztes in der Mine? Ja, ich nicht. Ich war noch nie hier drin. Ich habe nur die Rampen da vorne gesetzt. Geh mal weg, ich habe Erde hier schon mal. Oh, oh! Ja, bitte. Guck, Papa hat's geschafft. Ja, nimm doch mal direkt die Steine reingesetzt. Wisst ihr Leute, das liegt daran, dass Jan jetzt um die Ecke kam. Und nur weil Jan das jetzt gesehen hat. Durch die Luft. Was macht ihr mit meinem Wagen? Alle raus! Wow. Außer Mine. Nein, ich bin hier teilbeteiligt. Mitbeteiligt. Mitglied? Nee, das wollte ich jetzt gerade nicht sagen. Also ist er ohne Glied. Okay. Können wir mal aufhören, immer solche Themen anzusprechen? Das ist ja nicht mehr. Tobi. Ja, Papa. Mein lieber Freund. Und Helfer. Oh, Junge. Hä? Was war denn jetzt an mein lieber Freund falsch? Nichts? Danke, dass du meinen Wagen voll stehen lassen hast. Und ich nichts davon wusste. Patrick? In deinem Wagen ist noch Erde. Falls du es nicht wusstest. Ach Patrick, wusstest du noch nicht, dass dein Karren voller Erde ist? Oh.
Holt das Wasser, ich muss verdünnt werden. Er ist schon wieder salzig. Sven, wow. Nutzt mal bitte ein bisschen Wasser. Unten ist. Habe noch keinen Eimer, muss Eisen brauchen. Eisen brauchen. Gibt es Eimer? Ich dachte, der wurde rausgepatcht. Ist der wieder drin? Keine Ahnung. Ja, wo du gerade sagst, du brauchst Eisen. Wir sind nicht in Minnekraft. Es gab mal einen Eimer, der wurde aber irgendwann mal rausgepatcht, hab ich gehört. Okay, Mann. Nee, wurde mir so erzählt. Also ich meine, ich hab's jetzt selbst noch nicht ausgerührt, ob es einen Eimer gab. Also ich hab die Patch-Notes, die früher nicht durchgelesen. Ich hab bis jetzt noch keinen Eimer in der Schmiede gesehen, dass man einen herstellen kann. Warum tut ihr da jetzt Erde rein? Schon wieder. Ich war's nicht. Ich hab keine Erde mit nach unten in die Mine geschleppt. Oh, am Anfang hast du gesagt, wir sollen sie dort reintun. Ja, ich verlasse ihn doch fertig. Tu die scheiß Erde raus. Mimi. Vielleicht solltest du das Stockpile beim nächsten Mal einfach reinschreiben, was da nicht rein soll. Schreib's oben einfach rein, so Erde bitte nicht. Da reg ich mich einmal auf und werd sofort angemault, ne? Was? Ja. Von wem wurdest du dann gemault? Von fast allen von euch. Nein, Patrick, nein. Das hast du falsch verstanden. Du hast konstruktive Kritik bekommen. Ah, dann verbaue ich halt noch die Erde. Du kannst nie genug Farmland haben. Du kriegst dafür später, auch wenn es den gibt, einen Mähdrescher. Und yeah. Traktor. Aber mit Bulldog, ne? Mit Bulldog. Ja, mit diesem komischen Steam-Traktor, ja? Das lässt sich einrichten, ja? Gründen wir dann unseren Traktorverein, Tobi? Was? Steam-Traktor? Warum Steam-Traktor? Ja, weil der mit Holzkohle fährt. Achso. Holzkohle? Also, zumindest sieht er so aus. Es gibt, glaube ich, einen mit und einen ohne. Ich baue auf jeden Fall erstmal irgendwann mal einen Bagger. Aber hast du meine Frage gehört, Tobi? Entschuldige, bitte. Traktorverein, ja. Gut. Selbstverständlich. Aber ich habe keinen Schlüter. Wir werden hier keine Marken einbinden. Nein, wir bauen hier dann No-Name-Produkte. Ja, ich lasse die billig im Ausland produzieren und importiere sie dann nach Echo. Ursus. Nein, ist meine eigene Marke. Dann verkaufe ich dann ganz teuer an euch. Pampa. Ed. Ich glaube, sie heißt Ed. War das nicht Grotti? War das nicht Grotti? Den nennen wir dann den Grotti-Traktor. Nein, den Tobi-Träger. Den Tobi-Truck. Das klingt nicht schlecht. Oh, mein Wagen ist voll. Also nicht ganz, aber fast. Ich fahr mal nach oben. Außerdem muss ich meine Spitzhacke reparieren. Na toll. Lalalala. Das muss ich schon eine ganze Weile. Lalalala. Ja, verbrauchst du ja keinen. Kann der Schmied sich mal beeilen? Ja, echt, mit Eisenwerkzeug da. Das ist halt echt. Ja, der Schmied braucht jetzt mal. Der Schmied braucht eine Stufe 2 Gebäude. Ja, echt, dann Patrick, kannst du dich mal beeilen, Bricks herzustellen? Für Stufe 2 Gebäude? Kannst du dich beeilen, Holz herzustellen? Für Lumber? Nee, lieber Bricks. Also Lumber ist dann doch. Kann man eher für Innenausstattung benutzen. Oh, ja, aber reicht auch für. Jetzt fällt mir gerade auf, wie komme ich denn jetzt am dümmsten zu meinem Stockpile? Gar nicht. Ja, ich. Falls wer Stein braucht, kann er sich von meinem Stockpile holen. Ist tatsächlich, Patrick, glaube ich, gar nicht mal so weit hergeholt. Die von hier nicht, aber vielleicht von der anderen Seite. Warte mal. Komme ich aus meiner Garage an das Stockpile? Nein. Also ich sag nein. Okay, dann muss ich den riskanten Weg nehmen. Bub, weg ist der Wagen. Ach, really? Das reicht immer noch nicht. Nee. 3, 2, 1. Es ist übrigens dick. Das hat sich nicht gesund angehört. Das hast du auch nicht gesehen. Nein, ich bin in der Mine beschäftigt. Bin ein Nachtmensch. Dürft aber nicht zu tief graben, ne? Warum? Oh doch. Wir wollen auf der anderen Seite wieder rauskommen. Ja. Achso, wenn ich mal ganz kurz was an die Zuschauer sagen darf. Hoffe ich, darf ich, Tobi? Nein.
Klar. Heißt du Tobi? Vielleicht. Manchmal. Mit Zweitnamen? Wer weiß. Ja, auf jeden Fall. Themen, also so wie ich es rausgelesen habe, wollt ihr alle, dass wir hier drinnen sprechen? Also würde ich mal schwer behaupten, dass ihr die Themen auch reinschreiben könnt. Selbstverständlich. Immer drin, wenn ihr ein Thema habt, über das wir uns mal unterhalten sollen. Das wird bestimmt eine sehr interessante Unterhaltung. Vorsicht, Wagen! Sehr interessante Unterhaltung. Und aber damit würde ich mal behaupten, dass wir einfach mal die heutige Folge beenden. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sag, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Ciao.